Nun zeige ich Ihnen, wie man diese Szenerie nachstellt. In dieser Szenerie visualisiert eine Absturzsituation eines Flugzeuges und dazu gehört das Freistellen, was ich nicht zeige, sondern Ihnen zeige, dass ich hier eine Maske erstellt habe, wo die Durchsicht freigestellt ist. Und in dieser Maske wird sich dann diese Szenerie abspielen. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie man dieses Spaltmaß deutlicher macht, wie man die Helligkeit im Flugzeuginneren wiederholt und gleichzeitig die Form des Flugzeuges modelliert und noch einige kleine Effekte wie die Bewegungsunschärfe im Hintergrund. Nun werde ich Ihnen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln dieses Spaltmaß hier deutlicher machen kann. Und dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Ebene. Die nennen wir Spalt Dunkel und werden nun mit dem Pinselwerkzeug und schwarzer Farbe diese Linien einfach mit 100% nachziehen. Dazu klicken wir mal rein und ziehen hier diese Linien mit gedrückter Umschalttaste, ziehen wir diese Linien nach. Und ich zeige euch das jetzt an dem kleinen Beispiel hier. Ist die dunkle Linie fertig, erstellen wir uns eine neue Ebene, die unter die Dunkelebene kommt, nennen diese Spalt hell und werden nun die Farbe Weiß nehmen und nochmal ganz fein hier mit einem weißen Pinsel eine weiße Linie führen. Das führt dazu, dass diese Linie nun wesentlich mehr glänzt als, sagen wir, diese hinten. Das werden wir jetzt für alle Linien hier machen. Natürlich die Lichtrichtung, also dieser helle Spalt, der muss sich immer auf dieser Seite des Spaltes befinden. Also bei dem wäre es jetzt, hier wäre der helle und weiter oben wäre hier der helle und so weiter und so weiter. Am Ende sollte das Ganze dann so aussehen. Nun zeige ich Ihnen, wie man das Kabineninnenteil heller macht und die Form vom Flügel und von den Details herausarbeitet. Dazu habe ich hier unten eine HD-Ebene, die ich nun erst einmal ausschalte. Und da sehen wir schon den Unterschied und werden uns jetzt die Hintergrundebene kopieren und werden die in HD umbenennen und werden nun mit dem Abwedelwerkzeug und dem Nachbelichter etwas geringere Deckkraft und einer weichen Pinselspitze werden wir hier erstmal das Kabineninnere in den tiefen Tönen aufhellen. Denn ich finde, das ist hier schon extrem dunkel und kann ruhig ein bisschen mehr Details erhalten. Auch auf der Seite hier kann wesentlich mehr Licht rein. Und ich finde, das sieht schon sehr gut aus so. Hier oben kann man noch ein bisschen reinklicken. Und um dies nun auf den Flügel zu übertragen, werden wir die Pinselspitze wieder etwas kleiner machen und werden hier anfangen, erstmal diese Reflexlinie, die hier ist, noch etwas zu verstärken, indem wir hier einmal reinklicken und dann mit gedrückter Umschalttaste nach unten klicken und das dann hin und her fahren lassen. Dadurch kommt dann diese Kante zum Vorschein und das ein paar Mal wiederholt. Und das wiederholen wir an dem hier oben auch und werden nun auch anfangen, die Form rauszuholen, indem wir das Nachbelichterwerkzeug wählen und nun
mit einer geringen Deckkraft hier auf dieses innere Zeichnen. Das war schon viel zu viel Deckkraft. Da muss man wirklich vorsichtig arbeiten und lieber mehrmals rübergehen als einmal. Können hier nun diese Seite abdunkeln. Das tun wir hier oben auch. Ja, und so holt man dann Details raus, die eigentlich nicht so sehr auffallen würden, beziehungsweise man wird die Form des Flugzeuges mehr herausarbeiten. Das Ganze sieht dann am Ende etwas lebvoller aus. Werden mit dem Abfederwerkzeug werden wir nochmal hier eine helle Linie reinmalen. Auch noch ein paar Mal hin und her gehen. Werden hier in die Mitteltöne gehen. Und das gleiche dann auch hier hinten. Wenn es nur ein kleines Detail ist, es macht eine Menge Unterschied. Wenn es dann doch eher formbetonender zum Vorschein kommt. Auch hier kann man das Ganze noch ein bisschen betonen. Da kann man sich richtig viel Zeit lassen, aber je sauberer es wird, umso schöner wird das Endresultat. Hier kann man noch einmal lang gehen. Um Ihnen jetzt schon mal den Unterschied zu zeigen, mache ich die Ebene nochmal aus, wieder an. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Wenn Sie dann weitermachen, dann könnte es am Ende dann so aussehen. Nun zeige ich Ihnen, wie man dieses abstürzende Flugzeug noch ein bisschen dynamischer gestaltet, beziehungsweise den Hintergrund. Und da sehen wir, dass hier die Gebäude relativ scharf sind und eigentlich sehr statisch wirken. Und dazu widmen wir uns dieser Ebene, die nennt sich City. Wir werden diese einfach nur zur Sicherheit duplizieren und werden hier nun eine Bewegungsunschärfe einfügen, die visualisiert, dass das Flugzeug dem Boden entgegenrast. Dazu wählen wir über Filter den radialen Weichzeichner. Und wie wir sehen, befindet er sich im kreisförmigen Modus. Den stellen wir auf strahlenförmig und werden diesen Punkt nun, wo der Mittelpunkt sein soll, in etwa so positionieren, dass er sich hier befindet. Das ist immer ein bisschen nervig. Ich würde es schön finden, wenn dieses Bild irgendwann mal in irgendeiner Photoshop-Version hier drinne auftauchen würde. Denn dann könnte man den Punkt wesentlich präziser definieren. Und ich schätze mal, dass sich hier so ungefähr auf der Mitte befindet. Ich würde sagen, das würde hier schon ganz gut passen, dass sich das hierhin bewegt. Und werden die Qualität nun auf sehr gut stellen. Und eine Stärke von 10, werden wir mal schauen, wie sich das verhält. Bestätigen das. Und da rattert er jetzt ein bisschen. Das liegt an der hohen Qualität, die wir gewählt haben. So, da haben wir jetzt die Geschwindigkeit. Und die ist doch sehr stark geworden für meinen Geschmack. Und das werden wir jetzt doch wieder mit STRG Z rückgängig machen und dort
eine geringere Stärke wählen. Ich würde sagen, 5 reicht da vollkommen aus. Der Punkt, der hat mir ganz gut gefallen. Der könnte noch ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter rein ins Bild. Und wählen hier nun Qualität gut, damit das Laden schneller geht. Und haben nun hier unten eine Bewegungsunschärfe, die sich hier noch ein bisschen wiederfindet, aber nicht so stark, sondern ausreichend. Ich finde, das sieht sehr gut aus und kann so belassen werden. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie hier noch mehr Bewegung reinkriegen, und zwar durch eine Ebene, auf der Wolken zu sehen sind. Ich schalte sie hier mal aus, wieder ein. Dadurch kommt man das Gefühl, als würden da noch leichte Wolkenpartikel am Fenster vorbei sausen. Und dazu erstellen wir uns eine neue Ebene. Diese Ebene werden wir füllen mit dem Wolkenfilter. Und diese Ebene werden wir nun auf ineinander kopieren stellen und sehen jetzt schon, dass da schon einiges an Wolken zu sehen sind. Und nun werden wir diese Ebene mit der Bewegungsunschärfe noch etwas in Bewegung versetzen. Da kann ruhig ein stärkerer Wert verwendet werden. Und den Winkel sollte man auf die Flugrichtung ja, ich denke, das ist so schon ganz gut. Und werden diese Ebene jetzt nochmal mit einer Tonwertkorrektur ein bisschen eingrenzen. Da werden wir mit dem weißen Anfasser Richtung Kurve gehen und mit dem schwarzen Anfasser auch bis an die Kurve rangehen. Und Mittelwert noch ein bisschen verstellen und das Ganze mit OK bestätigen. Und nun werden wir die Deckkraft noch ein bisschen verringern, damit es nicht so dominant wirkt, sondern nur ein Nebeneffekt sein. Ich finde, das sieht gut aus so. Das können wir so belassen. Jetzt haben wir mehr Bewegung im Bild.